Die ersten 23 Rüsspüler-Düfteltage im Klimansland. 100 Nerds, 3 Tage, 1 Million gute Ideen. Moin! Na? Wir sind hier auf dem Rütita in Rüsspel im Klimansland. Ist richtig bunt, richtig geil geworden. Wir haben über eine Woche gebraucht, das alles aufzubauen. Und jetzt sind wir hier. Und es ist alles geil. Wetter geil, Leute geil. Habe ich schon mal geil gesagt? Ich freue mich einfach, dass das alles funktioniert. Das ist einfach so ein Traum, der wahr geworden ist, hier in diesem Saal, wo sonst Schützenverein ist oder die Feuerwehr mal was macht. So was Buntes, Schönes, Kreatives passiert. Komm. Wir müssen zu Jimmy. Jimmy hat was Cooles gebaut. Jimmy, was hast du gebaut? Falls man mal einen guten Spruch braucht, einfach draufhauen. Es ist auch noch wichtig zu wissen, dass ich das ebenfalls zum allerersten Mal mache. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht besser kann als du. Und das läuft so, Philipp. Mach's einfach fest. Abflexen kann man immer noch. Ja, jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Sounds und dann ist das fertig. Das ist voll geil. Und die Technik ist ganz einfach. Was hast du denn da? Du hast da wahrscheinlich wieder einen Digi-Spark drin, oder? Nee, ich habe diesmal einen Pull-Up- oder Down-Dings gebaut. Und Olli liest das einfach aus und hat dann eine Software geschrieben, die zufällig Files nimmt. Müssen wir jetzt nur noch ein Gehäuse drumherum basteln und dann irgendwo hinschrauben? Vielleicht noch ordentliche Boxen, nicht so kaputte alte, damit das ein bisschen besser klingt. Ich hole meine Hände gar nicht mehr. Das ist doch das, was ihr immer an Baustellen seht. Man denkt immer, da arbeitet keiner, aber die arbeiten mit den Füßen. Und ein paar Sounds brauchen wir noch. Ja, wenn ihr noch Lieblingszitate von Finn habt, dann könnt ihr die einfach an... technik@klimansland.de schicken oder an Bürgerservice, geht doch auch. Und dann bauen wir die mit ein und dann können wir es ja vor das Café bauen oder so. Und jeder Kaffeebesucher kann sich auch einen Fincode anfangen. Ja, gerne. Perfekt. Hallo, ich bin Fan. Ich bin der weltbeste Heimwerker. Zumindest glaube ich das von mir. Die Idee ist ja, das mit dem von Jimmy zu verbinden. Mach's einfach fest. Abflexen kann man immer noch. Ah, geil, dann kannst du ja so richtig geil so eine einen kompletten Zeichentrickfilm daraus machen, ne? Das ich schon, ja. Du machst halt ein Face-Tracking, oder? Face-Detection, ja. Und das mappst du halt direkt dann auf die Figur. Ja, genau. Da legt man einmal so eine Marionette eben von Finn an und dann jeweils für jeden A-Laut, U-Laut, wirst blinzeln, machst eigentlich ein Bild und das erkennt dann auch anhand des Audios, was es machen muss. Hey, Rüdiger sind so geil! Das müssen wir jetzt jede Woche machen. Und hier bauen die Jungs so ein Drawbot. Die malen mit einem Band quasi, wo ein Stift dran ist, an der Wand direkt und haben Flaschen genommen als Gegengewichte. Da müssen wir hin. Hier haben wir nämlich eine VR-Ecke. Alex spielt auch gerade irgendwas. Wir können jetzt mit dem Beamer sehen, was er gerade sieht. Und er macht, weiß ich nicht, er fällt Bäume. Komm, wir lassen mal Vanessa über die Planke laufen. Vanessa fährt mit dem Fahrstuhl einfach nach oben, dann geht die Tür auf, ist dann ungefähr 100 Meter über der Straße und muss über eine Planke laufen, wo am Ende ein Kuchen liegt. Und den muss sie aufheben, das ist alles. Ich habe tierische Höhenangst. Also ich stehe jetzt hier nur auf so einem Brett. Das ist auch nur so hoch. Aber ich verspreche, dass Vanessa richtig Panik kriegen wird. Nee. Nimm mal jetzt die Brille ab und realisier, wo du stehst. Das Schlimmste ist, wenn du dich umguckst und da auch überall Hochhäuser um dich rum sind. Und nach dem ganzen spannenden Zeug haben wir nämlich auch was Schönes zum Beruhigen. Und das ist hier der schönste Platz eigentlich. Wir haben Bällebad gebaut mit den Jungs aus Flensburg. Die haben nämlich, wir haben das mal ausgerechnet, so 12.000, 13.000 Bälle gekauft. Und die haben wir hier einfach mal hingeschüttet. Und da liegen Leute drin und programmieren oder gucken Videos. Ich hab mein Handy verloren. Nein! Zum zweiten Mal! Wir bleiben dabei. Das Geile ist, man kann da ja drin atmen. Ja, auf jeden Fall. Hier! Ja! Nice! Handy wiedergefunden, jetzt können wir weiterlaufen. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Lötecke, da bauen gerade ein paar Leute was. Was baust du denn da? Das wird ein kleines Spendenmonster. Der soll irgendwann mal das Maul aufmachen und Münzen fressen können. Oh, wie süß ist das denn? Der kriegt dann hier so Halterungen und kann dann hier einen Stromkreis schließen. Und dann geht der Motor im Inneren an und macht das Maul auf. Der Prototyp steht leider noch zu Hause, der ist nicht fertig geworden. Jetzt baust du hier einfach gleich die finale Version. Geil. Wie immer. Nie, wie es geplant ist. Ich weiß gar nicht, warum. Hier liegt noch so ein halber Fisch.
Wir haben nämlich hier ganz viel Bastelmaterial mitbekommen. Also hier steht wirklich keiner und verkauft das, sondern jeder kann sich was rausnehmen und das, was er für angemessen hält, in das Materialschwein packen. Das sind nämlich alles nur ehrliche Leute hier. Was ist ein Flopotron? Das werden die Jungs uns erzählen. Im Endeffekt versuchen wir mit den Diskettenlaufwerken Musik zu machen. Es brauchen nur irgendwie Strom und eine Angabe, in welche Richtung sie laufen sollen. Und dann machen die einfach einen Ton. Genau. Kann man da was abspielen? Das ist jetzt das Dissonante. Alter, ja mega. Und das baut er jetzt noch fertig und dann... Genau, jetzt versuchen wir das noch irgendwie in eine nette Verpackung zu packen, dass man das vielleicht irgendwo im Klimasland aufhängen kann. Und am besten mega laut. Und wenn das noch nicht abgefahren genug ist, wir haben da die größte Steckdosenleiste Deutschlands. Wie viele Ports sind das? 32, ne? 10, 12, 14, irgendwie so. Viele. Das ist Pixelflut. Im Endeffekt betteln sich hier gerade Leute und schicken möglichst schnell ihre Bilddaten dahin übers Netzwerk und versuchen da Bilder zu malen. Und er baut das hier gerade die ganze Zeit. Wir wollten das erst mit dieser schönen Kiste da bauen. Die hätte nämlich so ein 10G-Netzwerkinterface. Das ist aber noch Work in Progress, deswegen haben wir da so einen Laptop hingestellt. Wobei hier ist eben nicht das Netzwerk das Problem, sondern der Rechner. Das braucht extrem viel CPU, sowohl für den Server als auch für die Clients. Das ist so bescheuert eigentlich, was du da durchballerst dafür. Wir haben immer noch hier so ein bisschen Country-DSL-Feeling. Ja. Das reicht uns aber nicht für diese Veranstaltung und deswegen sind die Jungs schon einen Tag vorher gekommen. Also die haben die ganze Nacht hier durchgeknüppelt und haben noch LTE-Antennen auf dem Dachboden gebaut, haben die irgendwie da festgeschraubt. Das ist der Hammer. Sollen wir auf dem Dachboden uns das angucken? Dann könnt ihr mal ein bisschen erklären, was ihr da gemacht habt, weil ich kann es nicht. Komm, das ist der Dachboden. Ihr habt da noch nicht viel gesehen. Ich übergebe das jetzt einfach an euch. Oh, weil ich verstehe davon nichts. Wir haben hier ja so ein Problem. Wir sind auf dem Land. Auf dem Land gibt es Glasfaser. Da drüben, auf der anderen Straßenseite. Die dürfen wir aber nicht nutzen. Sondern wir kriegen nur so eine DSL-Leitung. Und weil der Haufen, der da sitzt, den ihr jetzt schon ja gut kennengelernt habt, das leider Gottes schnell dicht macht, haben wir versucht, noch ein bisschen mehr Internet herzukriegen. Dafür haben wir da ins Fenster mit ein bisschen Liebe und einer Holzlatte zwei Antennen gespaxt. Was haben wir jetzt gerade? Wir schaffen gerade so mit ein bisschen Glück so 100 Mbit. Ihr baut das leider morgen ja schon wieder alles ab, aber es ist leider. Schön, dass das hier jetzt alles einmal steht und dass wir einmal in den Genuss von schnellem Internet kommen dürfen. Und jetzt will ich eigentlich zur Solaranlage, aber dafür brauche ich Finn, weil Finn hat mit seiner Eierverschenkmaschine ja schon mal mit so Dingern gearbeitet. Oh Gott, Alter. Oh Gott, durch das Internet ist alles möglich. Ja. Finge, schön. Danke, dass du alles für mich gemacht hast. Ey, gar kein Problem. Ich kann dir jetzt noch ganz kurz als PV-King zwei Tricks zu dem Ding da draußen zeigen. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich super einfach. Wo ist denn Björni? Der hat das doch irgendwie mitgebracht. Ja, der ist draußen, der radelt mit seinem Fahrrad durch die Gegend. Kann man versuchen, den. Fast so sehr, wie ich unsere Moderation liebe, liebe ich unsere Übergänge. Aber vor allen Dingen unsere Gäste, denn Björni ist da und der hat hier ein paar coole Sachen mitgebracht. Den Anfang unserer Energiewende. Ja, wir haben heute die erste Energie hier im Klimasland erzeugt. Mit dem Ding oder was? Ja, mit dem Ding auf jeden Fall. Was macht das Gerät? Das misst, wie viel Energie da eingespeist wird. Hier steht 0. Ja, ist jetzt ja auch ein bisschen schattig, ne? Also jetzt kommt gar nichts bei dem Wetter. Ja. Ist es wirklich so? Ja, weil sie ja nicht in der Sonne stehen. Ne? Dann müssen wir da vorne das Ding hinstellen. Müssen wir warten. Energiewende. Kannst du nicht gut warten? Doch. Doch, das kann ich gut. Hier passiert gar nichts, du. Vielleicht müsst du den USB-Stick noch irgendwo reinstecken. Nein. Ja, es geht los. 4,0. 4,6. Oh, es geht 3,4. Es geht runter. 3,2. Geh mal aus dem Schatten da. 6,2. Jetzt 6,4. Da, wo der Mops da hinten weg ist. Jetzt geht er richtig hoch. Was war nochmal, Max?
240. Wir müssen noch ein bisschen da knien bleiben. Ja, wir müssen das nur ein bisschen anders ausrichten. Das könnte man auch gut auf den Eierverschenkstand schrauben, weil dann hätte ich endlich genug. Ich könnte damit die Wetterstation betreiben. Das ist eine viel bessere Idee. Torben baut so ein, also hat er zumindest gesagt, dass er das vorhat. Der wollte so eine Satellitenschüssel bauen für unsere Wohnmobile, die sich automatisch ausrichtet. Wo ist dein Wohnwagen? Hol mal hin. Na? Bäh, da packe ich direkt rein. Hi. Moin. Finn, hallo. Torben ist ja No-Show-Torben, ne? Der hat immer so richtig geile Ideen, aber ich habe noch nie irgendwas gesehen, was einfach funktioniert hat. Na, Diggi? Hilfst du mir? Ja, ich kann dir helfen. Was ist jetzt schon wieder los? Naja, wir wollen ja eine Satellitenschüssel, die sich selbst ausrichtet. Film mal hier rein, warte mal, guck mal. Hier unter ist jetzt der Motor, da ist die Welle davon. Ja. Ach, die Stange soll da durch? Nee, die Stange, hier kommen die Kabel von unten durch. Und die kommt dann hier praktisch durch. Die Lagerschale, die kommt hier, also die kommt hinten. Ah. Und da ist das Lager drin. Raff ich nicht. Und dann, wo geht der gegen? Das sieht geil aus. Neben der Ravioli-Tüte, da ist ein 3D-Drucker. Geil. Ach so, aha. Und einer ist hier eingebaut schon, oder was? Genau, so einer ist noch hier unter. Ach, du brauchst ja in zwei Richtungen, ja, genau. Drehbar, also so. Damit kann man den dann so kippen und dann musst du den noch so drehen können. Genau. Ne? Woher weißt du jetzt genau, wo der Satellit gerade ist? Der steht ja immer an derselben Stelle. Ja. Okay. Also die sind geostationär, ne? Ja. Ja, okay. Das Wort habe ich gerade gesucht. Geostationär heißt, die sind so tief, dass sie sich mit der Erde mitdrehen. Ne? Also das heißt, dann richtet er sich einmal aus und bleibt für immer so, bis wir das Wohnmobil woanders hinstellen. Genau. Aha. Ich finde es auf jeden Fall super sympathisch, dass das ganze Ding in so einen Kochtopf eingebaut ist. Das macht Torbens Erfindung aus. Ja. Ich glaube an dich, Torben, wie immer. Vor allen Dingen, alles fängt immer an mit Torben, der schafft es eh nicht. Selbstfräse. Selber gebaut. Ich kann mir die auch aufsetzen, du. Ich scheue mich davon nicht. Ist kein Problem. Du hast ja keine, Junge. Ja, passt auf. Also ihr habt das Ding selber gebaut? Ja. Yes. Eine Handfräse oder was eigentlich? Und eingespannt ist jetzt ein Stück Plexiglas. Ja. Schmeiß mal an den Hobel. Jetzt gleich. Jetzt. Ha! Ja. Es ist geil, wenn was abfliegt und weggeht und so. Er hat gesagt, 500stel Millimeter, wenn er diese Microsteps macht in dem Ding. Voll krass. Das ist, wie gesagt, alles genauer, als ich hier gebaut habe. Mega geil. Wir machen noch so einen Plexiglas-Klimastand-Schriftzug und beleuchten die Fräskanten mit LEDs. Dann leuchtet es nur an den Rändern. Das wird geil. Ich glaube auch. So, aber jetzt nochmal ganz kurz zum nächsten Projekt. Wir haben nämlich noch einen Workshop mit Glasfaser. Yes. Also, ja du! Verstehst du, was hier passiert? Nein. Ich habe das gestern schon 17 Mal versucht. Dann kannst du es jetzt ein 18. Mal versuchen. Wir machen das. Das soll man ganz kurz ein bisschen verstehen. Also das ist hier eine Glasfaser, ne? Jetzt siehst du, und wenn wir jetzt einen Bruch da drin haben oder irgendwas kaputt geht, dann muss man manchmal zwei verschiedene Enden wieder miteinander verbinden. Das versuchen wir jetzt hier. Und diese Maschine verschmilzt die dann am Ende. Weil dann ziehst du es halt nur hier. Da in der Mitte irgendwo, da wo diese zwei kleinen Stäbchen drin sind. Da wird es ziemlich heiß, da gibt es einen Lichtbogen und dann wird Glas miteinander verbunden. Mann, das passiert jetzt zum dritten Mal hier. Ja, das habe ich gestern, 17 Mal habe ich das gemacht. Jetzt nimmst du hier noch so ein Tüchlein und machst das Zeug mal weg. Nein, so richtig umfassen. Richtig umfassen. Das hält aus? Jetzt drückst du den Knopf einfach durch. Jetzt. Damit kann ich mir jetzt richtig was vorsichtig. Abschneiden. Genau. Und jetzt rausnehmen. Und jetzt warte ich auf Finn. Genau. So, Finn, ich bin fertig. Ey, ich war gerade eben ganz kurz vorm Ende und dann ist der Kollege hier direkt abgeknödert. Ja, schon wieder. Mann, du, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das Gefühl, hier mit meiner Zange stimmt oder irgendwas nicht. Ja, ist gut, du hast das auch erst einmal gemacht. Ja, aber ich habe es hingekriegt beim ersten Mal. Hier ist schon mal das Stück. Ey, guck es dir an, das stimmt doch was nicht. Ich schneide das einfach immer komplett stumpf ab. Ihr sagt die ganze Zeit, ich muss richtig aufpassen, sonst schneide ich mir den Finger ab. Das auch. Oh Mann, du, das ist doch nicht. Du hast dich doch gerade abgezwirbelt, Finn, Mann. Jetzt, wenn du weiter schneidest, haben wir kein Facebook mehr. Ich glaube, da, so. So, Finger wollen wir zusammen. Oh, eins, zwei, drei. Oh nein! Irgendwas gefällt ihm nicht. Das ist ja billig. Das jetzt macht der Leistungstest 0,0 Dezibel. Oh! Ist das was Gutes? Ich glaube, ja. Das ist keinerlei Verlust auf der Leitung. Ey, ist das etwa besser als bei Thies? Ja. Wie bei MacDrive. Jetzt die Frage. Finger, jetzt müssen wir wie bei Tim und Struppi so von beiden Seiten anklären. Ja, wenn ihr nachher fahren wir beide ins Krankenhaus. Das ist Ich bin wieder abgeflogen. Dein fucking Ernst! Dein fucking Ernst, Alter! Wir hatten Internet! Ich hab sie durchgebrochen. Ja, nochmal. Weiter geht's. Oh nein. Das Internet ist kaputt. Komm, Finger. Mann, es gibt hier echt coole Sachen, ey. Wenn ihr noch nicht beim Rütüter wart, seid dumm. Dann habt ihr Pech. Ja, dumm. Selbst schuld auch. Mega geil. Also vielen, vielen Dank an den Flensburger Chaos-Treff. Auch dem ganzen Chaos-Umfeld, die uns hier geholfen haben. Also vielen, vielen Dank an alle, die sich hier richtig hart den Arsch aufgerissen haben.
Es ist ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns bei den zweiten 23. Rüspel-Tüftel-Tagen. Alter, das ist echt schwer zu sagen. Ich habe es eben zweimal fehlerfrei gemacht. Rütüter für alle Dovis. Und davor kommt ein Hashtag, wenn ihr darüber berichten wollt. Das wäre cool. Bis bald. Tschüss. Oh, Digga. Boah, ey. Es ist so krass, Mann. Geil, ey. Oh, Digga, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh,